Schönen guten Tag, wir sind's wieder am Dienstag hier aus Darmstadt mit einem Thema, was man ja eigentlich kaum noch hören kann. Sie ahnen es, Brexit. Aber es hilft ja nichts, man muss darüber reden, weil hat man je ein größeres Chaos gesehen als das, was es im Moment gibt? Ein ganzes Land ist gelähmt, das ist ja schon schlimm genug, aber 27 andere sind mit ihm gelähmt und betroffen. Und das kann nun beim besten Willen einfach nicht so sein und so bleiben. Meine Meinung ist bekannt, den Briten bitte mehr Zeit einräumen für eine neue Abstimmung oder von mir aus auch für Neuwahlen, wobei eine Abstimmung mein Favorit wäre. Klar, eigentlich kann man nicht so lange abstimmen lassen, bis dann das Ergebnis irgendwie passt. Nur, der Wille des Volkes ist ja umgesetzt worden. Es gibt ein Abkommen, aber es wird dauernd abgelehnt. Das Parlament will nicht, die Regierung kann nicht und das Volk soll jetzt nicht nochmal seine Stimme erheben. Wo soll das denn bitte hinführen? Das Ganze ist wirklich ein exemplarisches Drama für unsere Demokratie, bei dem die negativen Kräfte nicht gewinnen dürfen. Die negativen Kräfte, die nur zerstören, aber selbst keine Antworten haben, die dürfen nicht gewinnen. Ihnen selbst wird das alles nicht wehtun. Das sind im Wesentlichen Upper-Class-Vertreter, die ihre Schäfchen im Trockenen haben. Aber diejenigen, deren Interessen sie angeblich vertreten, die werden massiv betroffen sein. Aber auch wegen der Art und Weise, wie das Votum für den Brexit ursprünglich zustande gekommen ist, darf das jetzt nicht so weitergehen. Die Abstimmung ist in bedeutendem Maße manipuliert und beeinflusst worden, das wissen wir mittlerweile. Natürlich ist das nicht die ganze Geschichte, es gab auch eine europaskeptische Grundstimmung in England. Aber den Unterschied zwischen 51,9 und 48,1, den haben die Manipulationen schon ausgemacht. Deswegen müssen wir den Briten jetzt die Hand reichen, den Briten, nicht Herrn Farage oder Herrn Rees-Mogg oder anderen solchen Vögeln, nein, aber den Briten, in deren Interesse und auch in unserem eigenen. Wir müssen den Beweis erbringen, dass gesunder Menschenverstand und Anstand am Ende immer noch in der Politik zu etwas Gutem führen können. Wenn Europa das jetzt nicht hinbekommt, dann hat es in der Tat nichts Besseres verdient, als dass Großbritannien und mit ihm Europa krachend scheitert.